Mein Name ist Mujib Latif, ich bin Professor für Klimadynamik an der Universität Kiel und forsche am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit dem Thema Klimawandel. Wie es mit dem Wetter langfristig weitergehen wird, mit diesen Fragen befasst sich die Weltklimakonferenz in Genf. Vor allem das Abholzen tropischer Wälder, wie zurzeit in Brasilien, kann Auswirkungen auf das gesamte Weltklima haben. Die Brände sind ein weiteres alarmierendes Zeichen, dass sich die Zerstörung am Amazonas weiter beschleunigen könnte. Vor über 30 Jahren war ja schon ziemlich klar, zumindest in der Forschung, dass der Mensch dabei ist, das Klima nachhaltig zu verändern, und zwar zum Nachteil der nachfolgenden Generation. Deswegen war es für mich eigentlich immer klar, dass die Menschheit versuchen muss, diesen Weg so schnell wie möglich zu verlassen. Und ich habe eben versucht, das immer wieder deutlich zu machen. Ja, das ist natürlich schon ziemlich gefährlich. Mein Name ist Angelika Humbert, ich bin vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Die Faszination in der Forschung von Eisschilden steckt tatsächlich darin, dass es ganz viele unterschiedliche Prozesse auf ganz vielen Größenskalen gibt und das Zusammenhang. Das hat mich immer fasziniert. Was mich so unglaublich aufgerüttelt hat, als ich das erste Mal selbst so eine Beobachtung geleitet habe von der Stelle, die instabil geworden ist, wie wahnsinnig schnell das ging. Für mich ist das Wichtige, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir denn noch? Also, dass wir jetzt alle irgendwie wach werden, bevor unser Handlungsfenster zugeht. Das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende. If we don't change anything, our world will change. It will become warmer. Knowing in detail what that means is one of the great challenges we face scientifically. But certainly it doesn't seem like a good idea to me to play these sorts of games. My name is Bjorn Stevens. I work at the Max Planck Institute for Meteorology. I study how clouds behave in the climate system. The thing that worries me the most is that the truth has become seemingly a side affair when it comes to making decisions. Trump mocks everyone who doesn't reflect his point of view or doesn't put themselves in subservience to his view of the world. Es werden immer wieder Behauptungen in den Raum gestellt, die wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar sind. Ich persönlich werde auch angegriffen, bekomme auch Hassmails, und das muss man dann abkönnen. Obwohl es mich auch trifft, muss ich ganz ehrlich sagen, denn in welcher Welt leben wir eigentlich, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur dafür angefeindet werden, dass sie belastbare wissenschaftliche Informationen an die Öffentlichkeit geben? Letztendlich ist es nach wie vor so, dass es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass die menschengemachten CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflussen. Sowas finde ich erschreckend. Und ich weiß aber aus der Erfahrung, dass es wahnsinnig schwierig ist, diesen Menschen klarzumachen, dass wir diese Sachen wirklich nüchtern und neutral mit Instrumenten beobachten. Und da muss ich auch häufig selbst die Segel streichen. Da laufe ich gegen die Wand, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde es extrem traurig zu sehen, dass die Wissenschaft ihr Vertrauen verliert. Es muss besser bekannt werden, wie wir arbeiten. Mein Name ist Susanne Crevel. Ich bin Professorin an der Universität zu Köln für Meteorologie. Wir sehen, dass der Permafrost wegbricht, Häuser rutschen ab zu Jahreszeiten, die immer schneebedeckt waren. Guckt der nackte, oft sehr hässliche Boden raus. Nun ist es also abgenickt, das Klimaschutzpaket der Bundesregierung und das erste Klimaschutzgesetz. Ich hatte mir zwar schon gedacht, dass es nicht der große Wurf sein wird, aber dass es so wenig ist, das hätte ich mir selbst in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Ich finde es frustrierend, auch zu sehen, dass immer noch alte Verbrennungsmotoren irgendwie neu aufgelegt waren und die noch mehr verbrauchen, noch schwerer und dann irgendwie 300 Stundenkilometer. Da denke ich mir auch, was soll das denn? What for, ja? Wir sehen in vielen Bereichen ja in den letzten Jahren eigentlich eher einen Stillstand als ein Fortschreiten. Ich vermisse sehr die große Vision, denn unsere Gesellschaft muss sich letztendlich umstellen. I
I can't understand why Germany, who has such a resource of gifted engineers, isn't using this opportunity to really expand its horizons in terms of how it can contribute industrially, technically, creatively to the world. In Madrid hat heute der UN-Klimagipfel begonnen. Die Politiker werden zeigen müssen, dass es nicht bei großen Worten und dringenden Appellen bleibt. Meine größte Befürchtung ist, dass am Ende des Tages sich die Politik vom Klimaschutz verabschiedet und wir dann wirklich langfristig in eine Klimakatastrophe kommen. What we try to do in science is understand how the world works, and if we feel like we understand something about the world, we then communicate it to the world. But then it's the job of the world to act.